Am 10. und 11. Mai fand im Technischen Museum Wien das 5. TÜV-Anlagensymposium statt. Das Medienteam der TÜV Austria Akademie hat für Sie einige der Referenten vors Mikrofon gebeten. Ich möchte sowohl den Betreibern als auch den TÜVs und den Behörden, die die Betreiber ja dann beraten, kontrollieren, für diese Gefahr einfach sensibilisieren. Das ist etwas, was wir in Deutschland mithilfe einer technischen Regel gemacht haben, die aktuell herausgekommen ist. Und ich glaube, das ist außerordentlich wichtig vor dem Hintergrund, dass bei allem wissenschaftlichen Streit über den Klimawandel sich doch alle Experten einig sind, dass extreme Wetterereignisse deutlich zunehmen werden. Und das heißt, Hochwasser wird zunehmen, Starkregen wird zunehmen und das sind alles Dinge, die auch Produktionsanlagen, Kraftwerke und andere technische Einrichtungen gefährden können. Was kann man da jetzt dagegen tun? Es gibt im Grunde genommen ausreichend Maßnahmen, die man hier einsetzen kann. Es ist wie auf vielen anderen Gebieten, man muss sich systematisch mit diesen Fragen beschäftigen, man muss sie ernst nehmen. Und hier kommt jetzt noch etwas Neues hinzu, nämlich die Tatsache, dass ja die Mehrzahl der Experten von einer Verschärfung der Situation ausgeht, Stichwort Klimawandel. Und hier sind wir mit unserer technischen Regel einen neuen Weg gegangen. Wir haben einen Klimafaktor vorgeschlagen in der Höhe von 20%, also für Anlagen, die heute geplant werden und bis, ich sag mal, 2050 betrieben werden, sollte man auf das heutige Hochwasserniveau sozusagen, auf das heutige Niveau von Starkregen nochmal 20% draufschlagen, um auf der sicheren Seite zu sein. Um welche technische Regel handelt es sich dabei? Das ist eine technische Regel für Anlagensicherheit, die in Deutschland die Kommission für Anlagensicherheit erstellt hat und die im Februar diesen Jahres im Deutschen Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Wir sehen also einen Trend zur Probabilistik, das heißt, das Risiko, das sich ergibt durch Gefährdungen von Maschinen, wird in Zahlen ausgedrückt. Es gibt Grenzwerte, bis zu denen das Risiko sozusagen als akzeptabel gilt. Wird es überschritten, unterschritten, je nachdem von welcher Seite man es sieht, dann sind Maßnahmen zu treffen. Das ist eine Entwicklung, die sich also in vielen EU-Richtlinien jetzt zeigt. Und was ist der Vorteil dieser Entwicklung? Vorteil, ich möchte mit dem Nachteil beginnen. Der Nachteil ist der, dass es vielfach als Scheingenauigkeit bezeichnet wird. Der Vorteil ist natürlich, dass ich also ein Restrisiko als evident machen kann. Es wird also evident gemacht, dass es ein Restrisiko gibt, weil wir haben de facto keine absolute Sicherheit. Ja, die Anlagenbetreiber, die müssen sich darauf einstellen, dass sie in Hinkunft Analysemethoden akzeptieren müssen, die also ihre Anlagen auch als, wenn auch in geringstem Ausmaß, unsicher bezeichnen. Das ist eine Aussage, die manche Anlagenbetreiber nicht gerne hören, weil es natürlich für die Bevölkerung, für die politische Ebene nicht gut klingt. Die Kernbotschaft ist, dass alle isolierten Druckgeräte auch einen Schaden erleiden können von der Außenseite, wenn nämlich Wasser unter Isolierung eindringt und dann dort über Jahre arbeitet. Unsere Druckgeräte sind zwar alle korrosionsgeschützt, aber auch der beste Korrosionsschutz hat ein Ablaufdatum. Und irgendwann einmal muss man sich als Betreiber von Druckgeräten, die isoliert sind, um diese Schäden von außen kümmern. Und gibt es da Hilfestellungen dabei dafür? Ja, da gibt es ein ganzes Sortiment von Möglichkeiten, wie man das analysiert. Das sind bei uns also risikobasierte Methoden. Wir analysieren mal prinzipiell die Anfälligkeit von unseren Druckgeräten auf Korrosion unter der Isolierung. Da bewerten wir Parameter wie ist der Zustand der Isolierung, wie ist das Alter des Druckgerätes, bei welchen Betriebstemperaturen wird das überhaupt betrieben. Korrosion unter der Isolierung wird bei Kohlenstoffstahl
durch Wasser erzeugt. Und das ist nicht bei jeder Temperatur gleich aggressiv. Man spricht so vom gefährlichen, wirklich gefährlichen Bereich zwischen 50 und 110 Grad Celsius. Das ist zum Beispiel einer so ein Parameter, nach dem wir unsere Druckgeräte einstufen. Und dann eben nach erkannter Kritikalität gehen wir systematisch vor, analysieren die gefährlichsten zuerst und dann arbeiten wir uns nach unten durch. Wäre es von Vorteil, schon bevor man irgendwelche Anlagen errichtet, sich über das Thema Korrosion Gedanken zu machen? Ah ja, absolut. Internationale Analysen haben ergeben, dass beinahe 50% der zukünftigen Schäden durch CUI, Corrosion Under Insulation, bereits durch das schlechte Design hervorgerufen werden. Oder man legt sich die Weichen für Probleme, die später dann in 20 Jahren oder so kommen. Es wäre dann ein Lösungsansatz, dem entgegenzuwirken? Naja, die Designer von Anlagen müssen die Isolierung sehr ernst nehmen und sagen, okay, Isolierung ist nicht irgendetwas, das mir in Zukunft die Energierechnung niederhält, weil ich keine Wärme verliere, sondern das ist auch eine Möglichkeit, das Druckgerät zu gefährden durch Korrosion eben. Und da muss man Wert legen auf die Ausführung, das Design und die Ausführung der Isolierung. Sie sollte wasserdicht sein. Das Gesamtsystem, Druckgerät, Korrosionsschutz, Isolierung muss aufeinander abgestimmt sein. Und man muss auch im Betrieb sehr auf die Isolierung Acht geben. Isolierungen werden sehr häufig unterschätzt. Man geht auf Isolierungen, weil man irgendetwas schnell erledigen muss. Dann wird das Isolierblech eingedrückt, Wasser kann eindringen und das Problem beginnt. Also mein Vortrag über sichere Baugruppen im Sinne der Druckgeräte-Richtlinie geht darum, dass bei einer Baugruppe oder verfahrenstechnischen Anlage sehr viele Einzelbauteile eben zu dieser Gesamtbaugruppe oder Gesamtanlage zusammengebaut werden. Und dann immer die Frage ist, wer übernimmt jetzt die Gesamtverantwortung für die große Baugruppe oder verfahrenstechnische Anlage? Wenn man da jetzt nicht im Vorfeld schon sehr viele Dinge berücksichtigt, bleibt am Ende meistens der Betreiber über. Und der Vortrag zielt eben dahin, dass man sich schon in der Planungsphase überlegt, wer jetzt für welchen Teil der Gesamtanlage später verantwortlich ist, damit man sich bei der Abnahme dieser Gesamtanlage dann viel Arbeit und viel Kosten ersparen kann. Mein Vortrag läuft unter dem Titel Safe and Flexible, Abschaltgrenzen, die mitdenken. Das heißt, da geht es im Speziellen darum, Alternativen zu finden, wie man weg von starren Abschaltkriterien, die man normalerweise in der Prozessindustrie kennt, hin zu dynamischer Grenzwertbildung, aber auf dem Level eines sicherheitsgerichteten Systems findet. Wenn ich als Grenzwert eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn hernehmen würde, dann würde dieser starr bei 130 km die Stunde liegen. Wenn es nun zu regnen beginnt, ist ja trotzdem auf der Autobahn 130 km/h die Höchstgrenze. Das heißt, würde ich das fahren, wäre die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls sehr hoch. Deswegen würden meine Abschaltgrenzen je nach Anlagenfahrweise oder im Speziellen auf dieses Beispiel bezogen bei Regen herabgesetzt werden, um die Sicherheit des Autofahrers oder der Applikation zu erhöhen. Das Kernthema heute war eigentlich ein Impulsvortrag zum Thema Blitzschutz im Allgemeinen. Und es war ja schon seit Menschengedenken das Bestreben, sich gegen die Naturgewalten und auch gegen den Blitz zu schützen. Und die Frage ist eben immer nur, wie kann man das tun? Der TÜV weiß die Antwort. Und es gibt dazu auch aktuell eine Europanorm, die in Österreich verbindlich erklärt worden ist, die EN 62305 Teil 3. Und der wesentlichste Inhalt aus meinem Vortrag heute ist eben, dass man auf jeden Fall schon in der Planung der Anlagen auch auf den Blitzschutz denken muss. Einerseits, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten und auf der anderen Seite auch, um Kosten zu sparen. Denn alle Maßnahmen, die vergessen werden, sind am Schluss dann teurer und bringen nicht das, was sie können, wenn man es von vornherein berücksichtigt. Da wir aus unserer Erfahrung bei der Überprüfung von Blitzschutzanlagen wissen, dass es oft Probleme gibt mit der richtigen Dokumentation von Blitzschutzanlagen, das beginnt bei der Dokumentation der Erdungsanlage bis hin zur äußeren Blitzschutzanlage und zur inneren Blitzschutzanlage, Ausführungsbestätigungen, Detailpläne und so weiter,
gibt es von uns eine TÜV Austria Musterprüfbefundvorlage, die wir an unsere Kunden und an Ausführende weitergeben. Sie ist von der Struktur her vierteilig aufgebaut. Es gibt ein Deckblatt, das praktisch allgemein ausgefüllt wird, und dann ein Blatt für die Erdungsanlage, ein Blatt für die äußere Blitzschutzanlage und ein Blatt für die innere Blitzschutzanlage. Das hat den Grund, weil es nicht immer sein muss, dass alles von einem Ausführenden kommt. In vielen Bauprojekten macht bereits die Baufirma die Erdungsanlage und nimmt das mit einer Elektrofachkraft ab, kümmert sich, gibt dann praktisch die erste Seite und die zweite Seite ab. Der klassische Blitzschutzbauer macht den äußeren Blitzschutz von der Fangvorrichtung über die Ableitvorrichtung herunter bis zur Erdungsanlage, füllt sozusagen das Deckblatt und die dritte Seite aus. Und der Elektrounternehmer, der sich dann um den inneren Blitzschutz kümmert, um den Überspannungsschutz, um den Potentialausgleich, um den Schutz der elektrischen und elektronischen Geräte, füllt wieder das Deckblatt und die letzte Seite aus.